Hi, ich war Samstag in Köln und konnte mir die Premiere von SAO The Ordinal Scale anschauen und möchte jetzt ein paar Gedanken dazu loswerden. Ich werde versuchen, das Video einigermaßen spoilerfrei zu halten, aber da ich auf die ein oder andere Szene genauer eingehen möchte, werden sich Spoiler nicht komplett vermeiden lassen. Bevor ich aber irgendwen spoiler, werde ich Spoilerwarnungen einblenden. Das Event an sich wurde wieder sehr gut von Peppermint Anime organisiert. Es gab keine zu langen Schlangen am Merchandise-Stand, alles lief pünktlich an und ich konnte mein Vorbesteller-T-Shirt ohne große Probleme abholen. Schade war nur, dass halt nicht alle ein Poster bekommen konnten, die da waren. Die Story vom SAO-Movie ist so klassisch wie simpel. Es gibt ein neues MMO, das namensgebende Ordinal Scale. Bloß handelt es sich dabei nicht um ein VR-Spiel, sondern um ein AR-Spiel. Bei AR handelt es sich um Augmented Reality, heißt, die virtuelle Welt wird über die reale Welt drüber gelegt. Kirito steht der AR von Beginn an skeptisch gegenüber, was viele seiner Freunde seiner Unsportlichkeit anlasten, da man sich ja in der AR vermehrt bewegen muss. Seine Skepsis scheint aber berechtigt, als es die ersten Vorfälle im Umfeld von Ordinal Scale gibt. Trotz dieser recht simpel wirkenden Prämisse hat mir der Film wirklich sehr Spaß gemacht. Insbesondere im Vergleich mit der zweiten Staffel, wo mir einfach eine Bedrohung gefehlt hat, beziehungsweise wo ich das Gefühl hatte, dass keine Bedrohung präsent war. Ordinal Scale hingegen baut von Beginn an eine Bedrohung auf, bei der man wirklich das Gefühl hat, dass die Charaktere in Gefahr schweben. Tragen wir dies durch eine realistische Emotionalität, die einen jederzeit mit Asuna und Kirito mitfühlen lässt. Auch hat mir gefallen, dass Asuna und Kirito quasi den kompletten Film über im Mittelpunkt stehen und Nebencharaktere wirklich Nebencharaktere bleiben. Dieser gut gewählte Fokus geht leider zum Ende hin etwas verloren, aber darauf werde ich gleich nochmal genauer eingehen. Zu dem spannenden Storygrundbau gesellt sich das gewohnt gute Artwork von A1 Pictures und ein wirklich gutes Sounddesign, was die brachialen Kämpfe toll rüberbringt. Jetzt komme ich zu meinen Kritikpunkten. Ich bin froh, dass relativ wenig Fanservice generell in SAO vorkommt, weshalb es mich besonders ärgert, dass sie in dieser einen Bart-Szene auf einmal D-Körbchen hat und die auch in der nächsten Szene wieder verschwunden sind. Das muss einfach nicht sein, das ist überflüssig. Das gleiche hat der Creative Director im Q&A nach dem Film übrigens auch gesagt. Ähnlich verhält es sich mit dem letzten Drittel des Films, beziehungsweise dem Endkampf. Ich hatte das Gefühl, dass auf Gedeih und Verderben versucht wurde, einen möglichst epischen Moment zu erschaffen. Dass dabei die logische Konsistenz und die aufgebaute Emotionalität einfach über Bord geworfen würde, nahm man anscheinend in Kauf. Und das ist wirklich schade, denn ich bin mit mittelmäßigen Erwartungen ins Kino gegangen und wurde dann positiv überrascht, nur um dann am Ende doch wieder kopfschüttelnd im Saal zu sitzen. Man hätte vielleicht auch, anstatt auf das Deus Ex Machina-Wunderwerk Yui zurückzugreifen, die alle Nebencharaktere der ersten und zweiten Staffel auf den Server transportiert, um gegen den Endboss zu kämpfen und Kirito zum Oberficker zu erklären, einfach auf eine dezentere Lösung setzen können. Klar, das wäre nicht so episch und bombastisch gewesen, aber es wäre auch nicht so haarsträubend dumm. Trotzdem sage ich, dass Ordinal Scale mir wirklich gefallen hat, selbst wenn ein fader Beigeschmack bleibt. Für SAO-Fans ist der Film wirklich zu empfehlen. Auch oder insbesondere für die, denen die zweite Staffel nicht gefallen hat. Für Leute, die mit SAO nie etwas anfangen konnten, wird der Film jetzt keine neue Offenbarung sein. Das ist Geschmackssache und das ist ja auch jedem selbst überlassen. Zum Schluss möchte ich auf etwas sehr Spezielles eingehen, was nur indirekt mit dem Film zu tun hat. Bei einer sehr emotionalen Szene zwischen Asuna und Kirito, bei der er sich Asuna an die Brust wirft und ihr seine Liebe und seine Hingabe beteuert, fängt auf einmal der halbe Kinosaal, mehrheitlich männlich, an zu lachen. Dabei war die Szene alles andere als humorvoll. Einer der japanischen Ehrengäste gab beim QA nach dem Film zu verstehen, dass er von der Reaktion des Publikums sichtlich irritiert war. Und das kann ich auch nachvollziehen. Anders als in der ersten Staffel, wo sich Asuna peinlich berührt auszieht, wirkt hier keiner der Charaktere so. Stattdessen wird die intime und gereifte Beziehung zwischen den beiden visualisiert und die Entwicklung seit der ersten Staffel verdeutlicht. Diese Entwicklung hat das Publikum anscheinend leider nicht durchgemacht.